Wir reden jetzt über Tiefseetauchen in der Antarktis. Antje Boetius, ganz herzlich willkommen vom Alfred-Wegener-Institut. Wie tief tauchen Sie? Also wenn wir die richtigen Roboter oder U-Boote haben, dann eben so weit die können. 4 Kilometer ist schon dabei. Aber so ganz bis runter geht nicht? Nee, wir haben derzeit in Deutschland kein tiefergängiges U-Boot oder so. Im Ausland gibt es welche, mit denen wir manchmal arbeiten, Japan und Amerika. Da kommt man so bis maximal 6 Kilometer, aber ansonsten müssen wir das rein mit Instrumenten machen, wenn man bis zum tiefsten Punkt der Erde bei 11 Kilometern will. Sie sind Biologin? Ja, genau. Ja. Sind auf Forschungsschiffen viel unterwegs? Ja. In der Antarktis? Eigentlich mehr in der Arktis. Ja, okay. Genau. Antarktis ist bei mir bisher selten gewesen, aber ja, definitiv lohnenswert. Das ist eine tolle Umgebung. Wonach suchen Sie denn? Also es kommt darauf an, dass die Fragestellungen verändern sich. Zuletzt haben wir viel Forschung in der Arktis gemacht zur Frage, was macht der Rückgang des Meereises durch die globale Erwärmung denn für das Leben in der Arktis? Und wenn man Tiefseeforscher ist, dann sind diese eisbedeckten Polarmeere eben ein besonderes Ziel, weil da hat noch keiner hingeguckt. Unterm Eis wissen wir praktisch noch gar nichts, was dort unten vor sich geht. Und was war so bisher Ihre erstaunlichste Entdeckung, die Sie da auf den Reisen gemacht haben? Also die grundsätzlich immer diese unglaubliche Vielfalt des Lebens und dass man praktisch mit jedem Tauchgang etwas Neues entdecken kann. Also Neues im Sinne von neue Tiere, neue Organismen, genau, neue Lebewesen? Neue Lebewesen, aber auch ganze neue Lebensräume. Also meine letzte Expedition im Oktober, da sind wir zu dem Rücken, dem Tiefseerücken der Arktis, dem Gackelrücken gefahren. Und da haben wir zum Beispiel Seeberge entdeckt, die vorher gar nicht auf der Karte waren. Seeberge, also richtige Gebirge, die aus der Tiefsee hochkommen und es ist einfach noch der am wenigsten erforschte Ort der Erde und deswegen macht es auch Spaß, diese Forschung zu machen, weil man eben wirklich immer was Neues sieht. Also das heißt, so nach dem Motto, es ist alles entdeckt auf der Welt. Das ist definitiv so nicht der Fall. Aber eigentlich weiß man es ja sowieso, es ist ja auch bei uns Menschen nicht alles entdeckt. Wir wissen immer noch nicht, was eigentlich genau Geburt und Tod bedeutet. Wir wissen zu wenig über das Gehirn, wir haben die großen Krankheiten nicht gelöst. Es ist wirklich noch nicht zu Ende geforscht, das kann man rundum sagen. Inwieweit helfen Ihnen Maschinen denn bei Ihrer Forschung? Inwieweit haben diese Roboter Ihre Forschung verändert? Völlig, weil es ist ja so, dass der Mensch eben nicht in der Tiefsee wirklich vordringen kann. Also nicht mal so wie ein Astronaut auf dem Mond laufen kann, können wir in der Tiefsee auf den Boden gehen. Der hohe Druck und auch die Ferne von Land behindern uns. Und seitdem es eben Roboter gibt, können die für uns dieses Tauchen übernehmen. Die können am Kabel vom Schiff runtergelassen werden, können dann live streamen, können uns also alle Daten der Tiefsee aufzeichnen und das dann auch so, dass wir sie mit anderen teilen können. Das sind alles Vorteile, dass die Robotik in der Tiefsee ein ganz großes Thema ist, eben wie bei der Erkundung des Weltalls. Und sind die autonom unterwegs oder gesteuert? Es gibt beides. Also wir haben autonome Roboter, die sind weltweit verteilt, zum Beispiel um uns Daten über die Wärme der Ozeane oder über Sauerstoffmangel zu übermitteln. Es gibt aber auch verkabelte Roboter, die vom Schiff ausgelassen werden. Dann gibt es Roboter, die sind an Tiefseekabeln vor Ort fest verankert, ohne dass da jemand dabei ist. Also eine ganze Vielfalt von Robotern. Und wenn Sie so unter das Eis gehen, was sieht man da so? Was lebt da so unter dem Eis? Also es fängt schon an, dass es erstaunlich ist, wenn man direkt unter das Eis guckt. Die Eisdecke, die ist in der Arktis zum Beispiel jetzt gerade auf unter 1 Meter zusammengeschmolzen. Früher waren das so 3-4 Meter. Und wenn man dort schaut mit dem Roboter, also nicht erst das Schiff durchfährt, weil das Schiff muss ja durchs Eis brechen, dann sieht man, dass direkt unterm Eis, in den Meter unterm Eis, alles voll ist mit verschiedenen geleeartigen Leben, Salpenquallen, kleine Krebse, Fische, die ans Leben unterm Eis angepasst sind und die an der Unterseite des Eises die Algen abgrasen. Und diese Bilder zeigen uns einfach, dass die Arktis viel belebter ist, als man es bisher gedacht hat. Und dass das Meereis ein wichtiges Habitat, ein Zuhause für viele Arten ist. Und deswegen wir uns eben Gedanken machen müssen, was das für die bedeutet, wenn es schwindet, das Meereis. Und dann kann man abtauchen. Und dann verschwindet wie überall in allen Ozeanregionen das Licht. Und man ist in einer Welt, die eben bisher nicht zugänglich war, weil da der Eisdeckel oben drauf war. Und dann findet man eben neue Arten, neue Lebenswelten. Große Armut an Energiequellen normalerweise. Ja, das wollte ich sagen. Ja. Also es ist saukalt. Genau. Ne? Also manchmal auch sehr heiß. Aber gehen wir mal davon aus, dass es eher kalt ist. Licht gibt es eigentlich ab ein paar hundert Meter irgendwie nicht mehr. Genau. Nicht mehr stockdunkel. Stockdunkel. Ja. Es ist kalt.
Wie leben diese Tiere? Also was für Mechanismen haben die erfunden, um mit quasi null Energie zu leben? Sie müssen schon wie alle Tiere auch fressen und atmen, Sauerstoff atmen. Aber sie haben Anpassungen am Körper und sie werden vor allen Dingen uralt. Sie essen nur sehr wenig und werden damit sehr, sehr alt. Und sie vermehren sich erst sehr spät, also bei vielen Fischen. Ganz kurz, was hat das Essen mit dem Altwerden? Warum ist wenig Essen gleich Altwerden? Also wenn man sehr wenig Energie zu, also so ist es bei diesen Tieren, ne? Wenn man wenig Energie zu sich nimmt und wenig vorbereitet ist auf dieses ständige Verdauen, 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 dann altert man auch besser, so ist die Theorie. Wir wissen sehr wenig darüber, aber es scheint doch einen Zusammenhang zu geben. Übrigens sagt man das ja doch auch beim Menschen in gewisser Weise. Aber die Tiefseetiere machen uns da was vor. Wir kennen einige Tiefseetiere, die werden wirklich hunderte von Jahren alt, auch Bakterien sogar. Oder die Tiefseeschwämme, die wir zuletzt in der eisbedeckten Arktis gefunden werden, da ist von den Größenverhältnissen vermuten die Forscher, dass die wahrscheinlich sogar 1000 Jahre alt werden. Sehr langsam wachsen. Oder auch die Kaltwasserkorallen, ne? Wo die tropischen Korallen ein Riff bilden. In 10, 20 Jahren brauchen die Tiefseekorallen da 1000, 10.000 Jahre. Das klingt nach so einem Leben in Zeitlupe. Also so ist es, ja. Also es geht alles wahnsinnig langsam, aber dafür eben auch sehr lange vonstatten. Genau, also genau. Ganze Stoffwechsel und Zellteilung genau. und so es weiter. Es ist ja eben eisekalt. Also in der Arktis ist die Tiefseetemperatur unter 0 Grad. Und ja, wie gesagt, das wenige Essen bedeutet, die Populationen sind auch sehr dünn. Also die meisten Tiere sehen wir nur einmal und dann nie wieder. Und all das zusammengenommen bedeutet eben, dass es sehr empfindliche Lebensräume sind, die auch, wo wir eben einfach noch nicht wissen, wie reagieren die auf Zunahme der Wärme. Man kann sich ausrechnen, dass die nicht besonders gut auf Fischerei reagieren, weil wenn so ein Fisch halt irgendwie 100 Jahre alt wird, normalerweise und dann nur ein, zwei, dreimal geleicht hat, dann ist klar, dass man den nicht besonders gut nachhaltig fischen kann. Ich meine, jetzt kommt man dann irgendwann auf den Meeresboden. Ist da dann Feierabend? Ist dann Beton oder was ist da? Also, in der Arktis wie auch in der Antarktis haben wir eben einerseits die riesigen Rückensysteme, dort wo neue Erdkruste entsteht, da spreizen sich ja die Platten. Und dann drumherum sind die großen Schlammzonen, die flachen Gebiete, die voller Schlamm sind. Dann gibt es aber auch immer wieder, wenn es Unterschiede gibt, wie zum Beispiel Gräben oder Berge oder so etwas, so wie an Land auch, immer eine andere Art von Landschaft. Es gibt Korallen- und Schwammriffe, es gibt völlig verschiedene Gemeinschaften auch von Lebewesen. Und oft haben wir das Gefühl, dass eigentlich die genauso fleckenartig zusammengesetzt ist, die Tiefsee, wie wir es an Land kennen, wenn sich Steppe mit Gebirge und so weiter abwechselt. Ne? Jetzt sind Sie ja auch im Outreach tätig, wie das so heißt, also Wissenschaft in die Massen zu bringen. Wie machen Sie das? Also grundsätzlich ist es ja wichtig, dass wenn wir Wissenschaftler was Neues gelernt haben, was Neues gesehen haben und gerade wenn es eben darum geht, Wissen zu vermitteln, das Relevanz hat für die Gestaltung der Zukunft, dass wir unsere Daten so früh wie möglich teilen. Weil das wissenschaftliche Wissen in seine Form zu bringen, dauert immer viele Jahre. Es werden Daten erhoben, es wird ausgewertet, es werden erst wissenschaftliche Publikationen geschrieben. Die sind für Wissenschaftler, die kann nicht jeder jetzt unbedingt so lesen, weil die sehr verschlüsselt, sehr technisch sind. Dann irgendwann kommt das Wissen auf Konferenzen, dann irgendwann in die Lehrbücher oder in die Zeitungen. Und wenn es aber schnell gehen muss, wie zum Beispiel bei der Arktis, die ja von Jahr zu Jahr weiter abschmilzt, dann habe ich oft das Gefühl, es reicht nicht, diesen normalen Weg zu gehen. Zusätzlich müssen wir auch noch direkt über unsere Daten reden. Und das ist für mich eine ganz wichtige Rolle der Wissenschaftskommunikation. Früh das Wissen, was man erwirbt, teilen mit Bürgern, mit der Politik, aber auch mit der Wirtschaft, mit anderen Wissenschaftlern, die in ganz anderen Feldern arbeiten. Und dazu rede ich am liebsten. Also auf Konferenzen gehen, Menschen treffen, so wie hier bei der Republika. Das ist eigentlich die effizienteste Methode. Also ich habe eben mit Elisabeth Wehling gesprochen, so einer Kognitionsforscherin aus Berkeley, der es immer so darum geht, dass die Menschen die Fakten nicht einfach so neutral bewerten, sondern sie bewerten sie erstens auf der Basis ihrer eigenen Ideologie, aber eben auch in welchem Rahmen die ihnen so präsentiert werden. Jetzt geht es ja bei Ihnen als Biologin, Arktisforscherin, Klimawandel immer darum, ne, wie überzeugen wir viele auch vielleicht Skeptiker oder Leute, die sagen, ja, den gibt's schon, aber es ist nicht ganz so schlimm, wie man so behauptet. Wie kommunizieren Sie Ihr Wissen an solche Leute? Ja, also bei mir ist ich
arbeite ja mehr über Klimafolgenforschung, also zu zeigen, wie sich Veränderungen, die dann eben durchaus menschengemacht sind, auf das Leben, auf die Naturräume auswirken. Und die meisten Menschen sind einfacher zu kriegen über Bilder von Lebewesen, denen es dann schlechter geht, als über Bilder von einer CO2-Kurve. Das ist fremdartiger. Es hängt aber beides zusammen. Das heißt, man muss immer diesen Zusammenhang zwischen unserem Handeln und den Konsequenzen erklären. Es ist für mich oft schwierig zu verstehen, warum so viele so Schwierigkeiten haben, damit sich vorzustellen, dass wenn man eine Menge X Öl und Gas nimmt und die verbrennt, die dann das CO2 in der Atmosphäre landet und dann erwärmt. Das nutzen wir ja. Also wir müssen es ja aus eigener Erfahrung wissen und zusammenrechnen können. Aber ich war gerade wieder bei einer Veranstaltung, wo Leute gesagt haben, ich glaube das nicht, die Wissenschaftler brauchen nur mehr Forschungsgelder, die erzählen uns was, ich glaube daran, das macht die Sonne. So, und dann muss man eben immer wieder zeigen, nee, wir können das ja genau bestimmen, was die Sonne macht mit der Erwärmung. Und wir können deswegen auch genau bestimmen, was das CO2 macht. Und dieser Aushandlungsprozess, immer wieder das Wissen zu erklären, die Unsicherheiten zu erklären, unsere Methode zu erklären, das ist eine große Aufgabe für die Wissenschaft. Und es gehört eben mit dazu zum Forschen. Jetzt gab es diesen ja schon relativ alten Roman von Frank Schätzing, Der Schwarm, der sich mit ihrem Metier, mit ihrem Forschungsgebiet sehr intensiv beschäftigt hat. Ich fand ihn, sag mal, aus literarischer Perspektive schwer zu verdauen, aber ich habe das Gefühl, für ihr Metier war er doch sehr wichtig, oder? Absolut. Also das war ein totaler Wandel durch diesen Bestseller, wie Menschen über Gashydrat und über Tiefseeforschung Bescheid wussten. Ich hatte kurze Zeit, nachdem dann der überall dann gelesen wurde, der Roman, hatte ich so einen Vortrag im Park. Und dann, da waren so eine Schule von Kindern zum Zuhören. Und dann habe ich da großartig angesetzt zu erklären, was Gashydrat ist. Und dann haben die Kinder alle gelacht und haben gesagt, wieso, das wissen wir doch. Und das fand ich so irre, dass halt eben, und deswegen finde ich, dass Wissenschaft auch besser mal mit so Multiplikatoren zusammenarbeiten könnte. Es gibt halt, wenn etwas im Film, im Roman, im Theater, je nachdem, wo Menschen sind, im Radio, im Fernsehen aufgegriffen wird, dann verteilt sich Wissen oft schneller als eben über den langwierigen wissenschaftlichen Weg, den ich erklärt habe. Dennoch braucht es das Arbeiten mit Fakten, die Langsamkeit der Wissenschaft braucht es auch, denn wir haben uns schon manches Mal geirrt und es muss das Wissen zusammengetragen und bewertbar sein, auch es muss auch immer vorhanden sein, man muss es auch immer wieder überprüfen können, denn die Wissenschaft ist natürlich nicht unfehlbar, ne? Ganz oft hat sich unser Wissen grundlegend verändert. Aber letztlich ist Schätzing so zu Ende gedacht, was Sie vorher auch geschildert haben, nämlich dass Sie, ja, eine CO2-Kurve alleine tut's nicht, die Leute brauchen irgendwie Tiere, die müssen die Folgen sehen. Sie müssen irgendwie Geschichten, Empathie entwickeln können und so sich reinversetzen können, damit es sich irgendwie im Hirn niederlegt. Vor allen Dingen braucht man ein Ziel, eine Wertevorstellung, wie wollen wir eigentlich leben. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Wir haben ja Umweltregeln. Die Umweltregeln Europas, denen sich auch Deutschland verschrieben hat und die international auch anerkannt sind, lauten, wir wollen einen guten Zustand des Landes und der Ozeane. So, was ist aber ein guter Zustand? Das ist ja eine menschliche Verhandlungssache. Mein Gefühl eines guten Zustands ist ja nicht unbedingt dasselbe, was das gute Zustand eines Ozeans für jemanden aus einem ganz anderen Land ist. Und das müssen wir Menschen verhandeln. Was meinen wir eigentlich, wenn wir vom guten Zustand des Ökosystems, des Naturraums reden? Ist es überhaupt ein richtiger Wert zu sagen, diesen guten Zustand bestimmen nur wir Menschen? Kinder haben mich mal gefragt, bei einer, weil ich auch viel Kinderuni mache oder in Kindergärten oder Schulen arbeite, da haben mich Kinder mal bei einer Veranstaltung gefragt, wieso denkt der Mensch eigentlich, er darf über den Lebensraum vom Fisch bestimmen? Das ist eine super gute Frage. Ne? Wenn man das zu Ende denkt, ist es nämlich genau die Frage, auf die es ankommt. Ist unsere Wertevorstellung des guten Zustands und des Naturraums angemessen oder machen wir einen riesigen Fehler, wenn wir immer denken, es ist alles vom Menschen zu bestimmen, wir müssen uns nicht in die Rolle des Baumes und des Fisches versetzen dabei? Das ist eine gute Frage und seitdem denke ich auch sehr viel darüber nach, wie ich mein Wissen so kommunizieren kann und so darüber sprechen kann, dass ich auch mehr Fakten einordne und sage, so, wenn man so weitermacht mit der Erwärmung, kommt eben das dabei raus. Wenn man so weitermacht, dann könnte man die Welt auch so organisieren. Das ist mir persönlich wichtig, auch über Regeln zu reden und auch über Ziele und Werte, die wir Menschen haben. Okay. Antje Boetjes, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank fürs Zugucken. Dieses Video und noch ein paar andere Videos gibt es im YouTube-Kanal von DCDB oder bei dcdb.tv. Mein Name ist Philipp Bansig, danke fürs Zugucken und bis später. Ciao.